Boah, Freunde, was geht, was geht? Ich habe was richtig Cooles gekauft zu Hause. Hä? Was ist das denn für ein Irrer? Au! Oh, aua. Oh, oh, oh. Hä? Wer bist du? Braxy? Oh nein, Braxy. Slimy. Slimy. Und noch eine letzte Spritze. So, zack. Was ist passiert, Herr Doktor? Ah, Sie sind wach. Mann, haben Sie ein Glück gehabt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nur ein Auto gehört und dann war alles schwarz. Du hattest richtig Glück. Wäre der Reifen nur ein Millimeter weiter, dann wäre dein Kopf Matsche. Aber es ist noch nicht vorbei, kleiner Mann. Du musst die heilige Banane finden. Nur so können wir dir das Lebenssirum geben. Ansonsten kann ich dir nicht helfen. Heißt das, ich werde dann sterben? Ja, sowas in der Art. Also nicht mehr lebendig sein. Ah ja, genau, du hast ja schon gesagt, sterben. Ich will aber nicht sterben. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Vielleicht ist es aber soweit. Wo finde ich die heilige Banane? Die heilige Banane, das ist so selten. Du musst auf jeden Fall jemanden mitnehmen. Alleine wirst du das niemals schaffen. Okay. So ein kleiner orangener Junge, der kennt sich damit aus. Jimmy, Sie meinen Jimmy. Ich gehe sofort zu Jimmy. Leute, habt ihr jemanden erkannt? Ich habe nur etwas Grünes gesehen und ich weiß nicht, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Wenn du weißt, wer das gewesen sein könnte, dann schreib es unten in die Kommentare und lass ein Like da. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt den Kanal abonnierst. Jimmy? Braxy! Braxy! Oh Mann, Braxy. Warte mal, warst du auch im Krankenhaus? Du kamst gerade die Treppen runter. Ich weiß, ich habe alles gehört. Ich habe von der goldenen Banane gehört. Ja, aber wir müssen herausfinden erstmal, wer mich überfahren hat und was sein Ziel war. Ich weiß nicht, wer das war, aber der hat es auf jeden Fall auf dich abgesehen, Braxy. Er war grün. Wen kennen wir denn, wer grün ist? Das war der grüne Hexenmeister. Den gibt's doch gar nicht. Wir sollten erstmal nach Hause gehen. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Aber, ja, du hast recht. Aber wir müssen auch das Auto... Ich glaube, das Auto da hat mich überfahren. Oh, den schnapp ich mir, den Doofkopf. Warte Jetzt mal. Jetzt hab ich ihn. Was denn? Grün? Grünes Haus? Grüner Fahrer? Oh, denkst du das, was ich denke? Wackelpudding. Nein, es ist... Slimy ist zurück. Slimy, Blödsinn. Bist du zu Hause? Slimy muss da sein. Slimy, wo bist du? Slimy, bitte, bist du zu Hause? Ich sehe ihn nicht. Warte mal, ich höre was im Keller. Hey, der ist im Keller, Braxy. Im Keller? Ja, ehrlich. Slimy, bist du da? Nein, es muss Slimy gewesen sein. Ich kann mich erinnern. Er war grün und schleimig. Slimy. Braxy, komm hoch. Er ist hier oben. Der hat sich versteckt. Du lügst. Nein, der Urlaub. Ist da vorne. Guck doch hier. Slimy, mein bester Freund. Leid. Du bist zurück. Tut mir leid, Braxy. Was tut dir leid? Ich bin so verwirrt. Es tut mir leid. Ich bin angekommen und dann warst du da auf der Straße. Und ich habe gehupt, aber du bist irgendwie nicht weggegangen. Du hast mich überfahren. Ja, es tut mir leid. Ich bin komplett durch den Wind. Blöd, man wollte es Braxy erledigen. Warte doch mal. Hast du mich zum Arzt gebracht? Ich hab dich da vor der Tür rausgeschmissen, weil ich wollte nicht, dass du sauer bist, so, weißt du? Warum sollte ich sauer sein? Ich freue mich, dass du zurück bist. Slimy, ich hab dich so vermisst. Ja, ich euch auch. Leute, wenn ihr Slimy auch vermisst habt, dann müsst ihr jetzt sofort das Video liken. Er ist jetzt auch mit dabei, wie cool. Slimy, ich hab dir so viel zu erzählen. Aber das muss jetzt leider warten. Ich muss die heilige Banane finden. Und wenn ich die nicht finde, dann...
Dann sterbe ich, Slimy. Weil ich dich angefahren hab? Ja. Ja. Oh nein, Brexy, nicht weinen. Komm her, nicht weinen. Wir finden die schon. Und Jimmy, weißt du was von der heiligen Banane? Irgendwie, ja. Sag mir was. Damals war das eine Gruselgeschichte, aber ich habe immer zugehört und die anderen Kinder nicht. Das ist beim verbotenen Wald in so einer Höhle und da soll es ganz, ganz viele Monster geben. Oh Mann, aber ich darf nicht nochmal verletzt werden, sonst sterbe ich für immer. Deswegen sind wir doch da, um dich zu beschützen vor allen Creepern und Monstern. Wir haben sogar Schwerter dabei, oh, ja. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Warum? Was ist denn? Was ist passiert? Alles gut, ich möchte darüber nicht reden. Hm? Es tut mir leid. Okay, Slimy. Leute, Slimy geht's anscheinend nicht gut, aber wir müssen herausfinden, was der hat und was er mit Monstern meint. Boah, schau das Video deswegen unbedingt bis zum Schluss, damit uns Slimy sein Geheimnis verrät. Okay, Leute, wir müssen jetzt zum verbotenen Wald. Kommt schon. Ich bin bereit. Mit voller Rüstung. Wollen wir mit dem Auto fahren? Ja, aber besser nicht Slimy fahren lassen. Okay, du fährst, Jimmy. Ja, ich bin Beifahrer. Ich bin da hinten. Los, ab zu dem verbotenen Wald, Leute. Wir müssen die geheime heilige Banane finden. Jimmy, beeil dich. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich zu leben habe. Was ist das für ein Laden? Ja, das ist der McDonald's. Von Clown? Mann, Leute, wir sollten zurückgehen. Ist so, wir sollten zurückgehen, oder? Einfach wow! Jimmy, was machst du da? Komm da runter, ich kann mich dran erinnern, das war hier unten, ehrlich. Komm da runter, du Doofkopf, los. Mich spring du zuerst. Rexy, ich weiß nicht, das sieht sehr, sehr nach... Spring! Oh, ey, warum schubst du mich? Macht Platz! Oh! Geronimo! Oh, oh. Siehst du? Hier ist ein Creeper. Brexy. Die Legende besagt, dass man diesen Weg nur beschreiten kann, wenn man gegen 1000 Creeper gekämpft hat. Wir müssen, sonst sterbe ich. Dann müssen wir wohl die Creeper freilassen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Hey. Okay. Hier ist Wasser. Die können bei Wasser nicht explodieren. Meinst du? Slimy, mach du das! Ich habe Angst! Vielleicht sind die gar nicht böse. Natürlich, ich habe gelernt, dass manche Monster nicht böse sind. Kommt jetzt! Oh, komm! Oh, die sind frei, Leute! Kommt, Attacke! Attacke! Pass auf! Nee, ich pass nicht auf, ich bin... Oh, oh nein! Ich bin im Wurmloch reingefallen! Und tschüss! Wir haben's gleich! Mann! Greif vorsichtig an. Oh, komm schon, Brexy, okay. Du kriegst das hin. Sehr schön. Oh, wow, zurück. Sonst platzen die. Nein. Oh, okay. Mann. Weiter geht's. Weg mit dir. Wir haben's gleich. Und weg mit dir. Du blöd Mann. Oh, nein, Brexy. Oh, das hat weh getan. Oh, du darfst dich nicht verletzen. Du weißt, was passiert, wenn du dich nochmal verletzt, Brexy. Ich hab die Hälfte meines Lebens gerade verloren. Das ist echt gefährlich, wir müssen aber weitergehen. Kommen noch mehr Creeper? Nein, aber pass auf, fall nicht in die Lava rein. Und jetzt? Wo finde ich die heilige... Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier sind Skelette. Das ist gruselig. Und ich glaube, wir müssen hier lang, komm mit. Okay, geh du vor. Ich bleib hinter dir, okay? Okay. Ich glaube, ich sehe was. Was siehst du da vorne? Ich weiß nicht, hier ist so ein Weg, aber wir könnten sterben. Nein, Brexy, wenn jetzt ein Creeper kommt, dann war's das mit dir. Slimy, komm. Wir müssen da jetzt rübergehen, komm. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Renn. Oh. Aua, nein. Brexy. Ich bin runtergefallen. Kannst du dich nicht hochbauen? Doch, du hast recht. Ich sollte mich einfach hochbauen. Sehr schön. Okay, wir gehen hier rüber. Hier ist ein Schild. Hier steht eine 3. Was heißt 3? Vielleicht, weil Jimmy 3 Jahre alt ist.
Stimmt das, Jimmy? Aber nein, hier ist noch ein Schild. Schaut mal. Das stimmt auch gar nicht. Ich bin nicht 3 Jahre alt. Der Doofkopf redet nur. Noch eine 3. 2 Dreien. Aber was hat das zu bedeuten? Oh. Das heißt, dass wir gleich da sind, Braxy. Das hier sind Zombies und Creeper. Oh. Leute, weg da! Nein, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh. Komm schon, ich erledige ihn. Weg mit dir, du Blödmann. Okay. Hier sind noch mehr Zombies. Attacke! Ich rette dich, Braxy! Oh. Ihr macht das, Jungs! Da unten, und Jimmy, zack, unten! Zack. Pfeil und Bogen! Pfeil und Bogen? Hä? Oh, wo ist der Doofkopf? Ich schnapp ihn mir! Boah, hier! Oh, sehr schön! Hast du alle? Ich hab alle! Hier ist eine Tür. Was steht da? Oh, die heilige Banane! Schau mal! Aber wir brauchen mach die nicht auf! Hä? Ich hab ne Idee, Braxy. Was denn? Frag mal deine Zuschauer, die wissen bestimmt, welche Zahlen sie gerade eben gesehen haben. Die 3 und die 3. Aber vielleicht finden wir... Hier ist noch eine Nummer! Welche ist das? Die Nummer 5. Warte, vielleicht finden wir hier noch mehr Nummern und dann... Und dann gewinnen wir. 3, 3, 5. Das ist voll die komische Zahl. 5? Oh, ich weiß nicht. 5? Oder wir müssen alles zusammenrechnen. Hier ist noch eine 5. 5, 5, 3, 3. 5, 5, 3, 3. Genau, das muss es sein. 5, 5, 3, 3. Falsch. Siehst du, habe ich doch gesagt. 3, 3, 5, 5. Ist auch falsch. Leute, welche Zahlenkombination könnten wir noch machen? Wir haben 5, 5, 3, 3 und 3, 3, 5, 5. Ja, ich weiß es. 3, 5, 3, 5. Auch nicht. Was ist, wenn wir es plus machen? Nein. 5, 3, 5, 3. Wow! Ich will auch rein, ich will auch rein. Ah. Hier ist die heilige Banane, Jimmy. Ich werde nicht sterben. Oh, endlich. Wie cool. Muss sie essen, sonst klappt das nicht. Nein, der Arzt hat gesagt, ich muss sie zu ihm bringen. Dann macht er ein Serum und dann bin ich wieder heile. Der Arzt? Oh, da müssen wir uns beeilen. Nicht, dass der schon weg ist, weil der ist nur immer einen Tag im Haar. Da, okay, weißt los. Du? Komm schon, mach auf. 5, 3, 5, 3. Oh, komm schon, beeil dich, los. Wir müssen schnell zurück. So, Herr Doktor, Herr ich Doktor. Pack meine Sachen jetzt. Nein, und, nein. Ich habe die heilige Banane gefunden. Du hast das wirklich geschafft? Das war doch gar nicht möglich. Doch, wir haben gekämpft gegen Creeper, gegen Zombies, Skelette und haben das Passwort herausgefunden von der Tür. Und jetzt habe ich die heilige Banane. Schauen Sie mal. Ja, wie ich sehe, bist du wirklich würdig. Du bist ja wirklich ein richtig Fleißiger. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Ich werde dir kurz das Serum machen. Setz dich dorthin. Okay, Slimy, komm. Oh, Slimy. Mag Krankenhäuser gar nicht. Komm mal her, wir müssen reden. Aber, ja. Was? Wir müssen noch mal reden. Du hast zu Hause gesagt, dass du Angst hast vor Monstern. Was ist passiert? Ich habe Angst vor Monstern und Clowns und... Und alles. Aber warum? Braxy, ich war ja lange weg und es hatte auch einen Grund. Ich war nicht hier, ich war nicht woanders. Wurdest du entführt? Du kannst es mir sagen. Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Ja, dort ist, ich weiß nicht, dort ist irgendwann mal ein Experiment gemacht und dann bin ich bei dir in den Keller gegangen und dann war ich weg. Du hast ein Experiment in meinem Keller gemacht? Ja, da lagen so Sachen und dann habe ich die zusammengebaut und dann war ich woanders. Freunde, ich glaube, Schleimi hat meine Zeitmaschine benutzt. Oh Mann. Herr Doktor, sind Sie bald fertig mit dem Serum? Was machen Sie denn da? Ja, ich habe alles zusammengebraut. Eine heilige Banane und fertig. Das musst du jetzt trinken. Braxy, warte, bevor du es trinkst. Hat er da Cola mit reingemischt? Herr Doktor, ich weiß nicht, vielleicht. Genau, okay. Cola ist gesund. Okay. Muss ich das wirklich trinken? Naja, oder du kannst es auf deine Haut einschmieren. Geht beides. Ich mach jetzt Feierabend. Tschüss. Okay, dann schmier ich es. Oh, Schleim, ich freue mich so, dass du da bist. Aber wir müssen herausfinden, was du erlebt hast.
Vielleicht möchte ich das gar nicht, irgendwie. Ich weiß, du hast Angst. Oder dich bedrückt etwas. Oder dich bedroht, jemand die Wahrheit zu sagen. Hä? Okay, aber wir werden es herausfinden. Komm, wir gehen nach unten. Oh, Leute, irgendwas bedrückt Schleimi. Und er will es uns nicht sagen. Aber wir müssen das gemeinsam herausfinden. Deswegen müsst ihr jetzt alle kräftig ein Like und ein Abo dalassen. Und checkt natürlich meine Freunde ab. Schleimi ist hier zurück. Die sind unten in der Videobeschreibung. Oh Mann, das Geheimnis von Schleimi müssen wir unbedingt herausfinden. Und jetzt, ihr wisst, was das heißt. In 3, 2, 1, Brax, 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 Braxy! Ah, wer hat denn jetzt gerade geklingelt? Moment, ich bin sofort da. Hallo? Hallo? Leute, seht ihr hier irgendwen? Also ich sehe hier niemanden. Was ist das denn für ein Buch? Oh, der Postbote war da. Oh, was habe ich denn heute Schönes bekommen? Braxy, ich hasse dich so sehr. So richtig, richtig sehr. Hä? Freunde, wer könnte mich hassen? Wir müssen unbedingt herausfinden, wer mich hassen könnte. Hallo? Ist hier noch jemand? Oh Mann. Ey, Leute, wir müssen heute unbedingt herausfinden, wer mir diesen Brief gegeben hat. Deswegen musst du das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Denn wir müssen gemeinsam herausfinden, wer mich in meiner eigenen Minecraft-Stadt so sehr hasst. Und am Ende des Videos habe ich noch eine Überraschung für dich. Aber erstmal gehe ich zu Odi. Ich glaube, Odi hasst mich, weil ich seinen Schokokuchen aufgegessen habe. Aber so sehr kann man mich doch nicht hassen. Odi! Hi Odi, wie geht's dir? Mir geht's super, 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 super gut. Sag mal, wie sehr magst du mich? Du musst mir einen Maßstab setzen, Braxy. Von 1 bis 10, wie sehr magst du mich? 20! Du bist mein bester Freund, das ist voll die blöde Frage. Und wie sehr hasst du mich? Gar nicht, man hasst doch keine besten Freunde, oder Braxy? Du hast recht, okay. Ich komme später wieder vorbei. Tschüss, Odi. Okay, tschüss, Braxy. Und wenn du willst, also ich weiß nicht, ob du was vorhast, aber ich habe ein gelbes Auto gefunden, damit kannst du rumfahren. Boah, wie cool, danke, Odi. Tschüss. Leute, also Odi will mir ein Auto schenken, was sogar meine Farbe hat. Und er meinte, er mag mich von 1 bis 10, 20. Ich frage mich gerade, wie sehr du mich magst. Wenn du mich magst, dann lass jetzt ein Like da. Dann sind wir richtig gute Freunde. Okay, dann kann es ja nur noch Jimmy gewesen sein. Okay, warte mal kurz. Jimmy, 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 mach die Tür auf. Da gibt es ja nur einen, der mich so nennt. Braxy. Hallo Jimmy, wie geht's dir? Mir geht's super. Guck mal, ich habe eine Überraschung für dich. Ich wollte dich sowieso sehen. Welche Switch willst du am liebsten haben? Du willst mir eine Switch schenken? Ja, natürlich. Wir sind doch beste Freunde. Und ich will endlich mit dir das neue Fortnite-Update spielen. Ich habe eine Frage an dich. Ja, natürlich. Schieß los. Wie sehr magst du mich von 1 bis 10? Oh, gibt's überhaupt die Zahl? Die geht so weit nach oben, das wurde noch gar nicht erfunden. Also meinst du unendlich, du Dussel? Ja, genau. Diese Zahl, die ein P ist. Pi, dem, so mag ich dich. Okay. Und wie sehr hast du mich von 1 bis 10? Also, wenn du es so sagst, boah, das ist echt schwierig, Braxy. Weil, gar nicht, du Blödmann. Warum soll ich dich hassen? Okay, Jimmy. Nee, das war nur so eine Frage. Bis später. Willst du keine Switch haben? Ich hol sie später ab. Tschüss. Und Pommes? Och, Mann. Leute, Jimmy sagt, dass er mich unendlich mag. Aber irgendjemand muss mir doch diesen Brief hier geschrieben haben. Okay, wir lesen den nochmal. Braxy, ich hasse dich so sehr. So richtig, richtig sehr. Aber wer von den beiden könnte das sein? Was meinst du? Wenn du denkst, dass Odi mich sehr hasst, dann schick ein lila Herz in die Kommentare. Und wenn du der Meinung bist, dass Jimmy mich hasst, dann ein orangenes Herz. Weil alleine werde ich das niemals lösen. Aber ich würde sagen, wir sollten die beiden mal beobachten. Als erstes beobachte ich Odi. Mal schauen, was der macht. Vielleicht verrät er sich ja. Ich stelle mich jetzt einfach hier in die Ecke und warte, bis er rausgeht. Und dann schaue ich mal, was der vorhat.
Abonniert alle Braxy. Braxy abonniert, Braxy bitte. Braxy abonniert, Braxy bitte. Braxy abonniert, Braxy bitte. Denn er macht den besten Kerl.